Peter Klein sorgt erneut für Zündstoff. Nachdem ihm seine Frau vorgeworfen hatte, sie mit Yvonne Woelke zu betrügen, zeigt er sich nun vertraut mit der Schauspielerin am Flughafen. Erst vor kurzem hat Iris Klein, 55, offenbart, dass ihr Ehemann Peter bereits seit einem Jahr mit Yvonne Woelke, 41, in Kontakt stehen soll. Diese Enthüllung erfolgte, nachdem die Mutter von Daniela Katzenberger, 36, ihrem Partner vorwarf, mit der Schauspielerin im Versace Hotel in Australien fremdgegangen zu sein. Iris hat inzwischen ihre Sache gepackt und plant in Kürze aus der gemeinsamen Finca auf Mallorca auszuziehen. Peter wolle noch eine Aussprache, wie seine Frau gegenüber Bild verriet. Ob es nach den jüngsten Aufnahmen noch dazu kommen wird? Denn Peter und Yvonne machen am 1. Februar 2023 am Frankfurter Flughafen einen äußerst innigen Eindruck. Peter Klein tritt Heimreise mit Yvonne Woelke an. Nach dem Ende von Ich bin ein Star, holt mich hier raus haben sich die Stars wieder auf den Heimweg gemacht und kommen allesamt am Flughafen in Frankfurt am Main an. Peter, der mit Lukas Cordalis, 55, in den Dschungel reiste, und Yvonne, Begleitung von Jamila Rowe, 55, schlendern gemeinsam durch das Terminal. Dabei scheinen sie einander kaum von der Seite zu weichen. Peter hilft seiner angeblichen Geliebten, die ebenfalls verheiratet ist, beim Transportieren ihrer Koffer. Die beiden unterhalten sich, lachen zusammen. Er bleibt auch in ihrer Nähe, während sie Interviews gibt. Laut Bild haben die zwei die Ankunftshalle später gemeinsam verlassen und sich nach Anschlussflügen nach Mallorca umgeschaut. Bilder, die für Iris Klein ein Stich ins Herz sein dürften. Iris Klein will die Scheidung. Tatsächlich scheint dies das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. In einem Statement, das sie via Facebook teilt, erklärt Iris Klein, dass ihre Ehe nun vorbei sei. Mein Entschluss steht fest und ich werde mich scheiden lassen, da ich nicht mehr mit meinem verlogenen Mann zusammenleben möchte. Er hat es nicht mal auf dem Nachhauseweg weggeschafft, von seiner Yvonne Abstand zu halten. Und nun werde ich mein Leben lang Abstand von ihm halten. Mein Vertrauen ist endgültig weg, Sieg, lauten ihre Worte. Außerdem postet die 55-Jährige einen verschwommenen Abschuss ihres Mannes und der Schauspielerin, den ihr jemand zukommen ließ. Bitte werdet glücklich miteinander. Bild von heute Morgen am Flughafen Frankfurt. Die Finca ist frei für euch, Sieg, schreibt sie dazu und macht ihre Gefühle damit mehr als deutlich.